Im Bayerischen Wald sind wir bei einer Oldtimer-Rallye von Lord George mitgefahren. Im Burghotel Hoher Bogen in Neukirchen beim Heiligen Blut waren alle Teilnehmer der Rallye untergebracht. Die Fahrerteams konnten auf Wunsch aus einer Flotte von über 40 eigenen Miet-Oldtimern wählen. Ja, und wir starteten gleich noch am Nachmittag mit einer Testfahrt, die es aber noch in sich hatte. So, jetzt geht's los. Nach Unterzettling abbiegen. 0,55, da sind wir schon drüber. Ja, aber da war keine Straße links. Dann mussten wir bei 0,55 müssen wir nach links, richtig? Seht ihr den Stress, was wir mit haben? Nach 0,55, wo müssen wir? Ja. 0,55. Ne, da sind wir jetzt bei 0,55. Wir müssen 1,95. Okay. Scheiße. Du musst immer abhaken. Ja. 1,95. Die heftigen Regenfälle zwei Stunden zuvor haben ihre Spuren hinterlassen. Eine Brücke steht unter Wasser. Land unter. Ja. Ruhe bewahren, Sicherheit ausstrahlen. Also, Taucherbrillen aufsetzen, Flossen anziehen. Mit Humor und etwas Geduld ging das Wasser so weit zurück, dass wir die Brücke letztlich überqueren konnten. Also erstes kurzes Zwischenfazit für die Kamera. So Rallye ist ganz schön stressig. Und Thomas sollte mit seinem Humor recht behalten, denn das war noch nicht alles. Auf unserer Strecke ist von einem Hang erdreich abgerutscht. Zwei waghalsige Fahrer haben die Durchfahrt mit Schwung tatsächlich geschafft, während der Mini im Schlamm leider stecken blieb. Du kannst die teuerste Rallye mitfahren, das baut niemand ein. Ich wollte gerade sagen, da wird immer drauf geachtet, noch nicht mal Rollsplitter darf da liegen. Die Frage in die Runde, habt ihr so eine Rallye schon mal miterlebt? Nein, noch nicht! Der mittlerweile anwesende Bauer hat uns dann angeboten, über einen Umweg seinen Feldweg über den Hof zu nutzen und damit auf die andere Seite des Hangrutsches zu gelangen. Am Ende haben alle Teams die erlebnisreiche Testfahrt bravourös absolviert. Wieder im Hotel angekommen, hat Andi erst einmal seinen verschlammten Mini wieder auf Vordermann gebracht, bevor es dann zum Briefing für die nächsten zwei Rallye-Tage ging. Mit einem Bilderbuchtag starten wir heute Richtung Passau. Die Teamkamera haben wir wieder bei Thomas und Ludwig im CSI. Also wir sind wieder auf Sendung. Sowie bei Christian und Thorsten im MG. Zwei Deppen, eine Mission. Da schneiden wir aber raus. Und die Vorbereitungen der Fahrer laufen bereits auf Hochtouren. Also ich habe noch keinen Beifahrer. Sabrina Teuber gab uns nochmals ein Briefing zu einer erst gestern eingerichteten Baustelle auf der Strecke. Die Organisation ist wirklich perfekt und wir sind begeistert. Guten Morgen. Good morning. Ach, ich kann du musst deinen Kopf weiter rein. Good morning. Good morning da draußen. So, los geht's. Wir haben Blut geleckt und freuen uns auf den heutigen Tag. Also für jeden, der keinen eigenen Oldtimer hat und einfach mal Spaß haben will, solltet ihr das unbedingt machen. Sucht euch einen von 40 Oldtimern aus und genießt die wunderschöne Gegend hier. Saugeil. Wetter ist eigentlich fast egal. Wir hatten Spaß bei Regen, wir haben Spaß bei Sonne. Nur zu empfehlen. Und jetzt fahren wir weiter. Genau. Wir haben Abzweigung verpasst. Ausschau halten auf Stempelstellen, ranfahren und Punkte holen, das ist die Devise. Ich bin noch nicht so ganz auf dem Damm. Oldtimer jeden Tag. Niemand. Ich hab's. Da? Oh, ich hab doch gesagt geradeaus. Oh. Ich hab gesagt hier rüber. Nein, du hast gesagt hier. Ich hab gesagt geradeaus. Ich hab du gesagt, hast gesagt hier rüber. Ja, ich hab nicht bei gesagt. Geradeaus wie, sagt man ja. Ich hab nicht gesagt. Josef, was würdest du denn sagen, wenn ich sage geradeaus und er sagt nein, hier rüber? Das ist doch wohl so. Unglaublich.
Eine Zeitprüfung steht an. Wir müssen eine bestimmte Strecke mit einem Schnitt von exakt 45,43 Stundenkilometer fahren. Und er hat ausgekuppelt in der Kurve. Ja, ist er denn wahnsinnig? Ist er wahnsinnig? Wir hatten so viel Zeit, das war ein Budget. Ja. 2,22. Alles klar. Alles klar. Wie war die Zeitprüfung? Das werden wir sehen. Links ab in eine Straße mit 3,5 Tonnen zulässigem Gesamtgewicht. Und wieder durchpassen. In Kürze erreichen wir das Ende unserer ersten Etappe in Wegscheid bei Passau im Rosenberger Hotel. Sabrina stoppt unsere Ankunftszeit und nimmt uns den Zettel mit unseren Punkten ab. Wie ist es euch gegangen? Sehr gut. Ja? Ausgezeichnet. Nach und nach trudeln jetzt die ganzen Fahrerteams ein. Beim netten Empfang mit alkoholfreiem Aperitif fragen wir mal in die Runde. Habt ihr alles gepackt? Wir haben sogar mehr Stempeln, als man braucht. Weißt du, da haben da rechts immer so Holzheißeln gewesen. Ja? Mit einem grünen Haar. Ja? Das haben wir alles aufgeschrieben. Also die heute schön. Wir haben glaube ich 16 Haars drin stehen. Ja. Vom Golfplatz haben wir angeguckt, haben wir mal geknipst. Auf der Terrasse genießen wir unsere Mittagsrast bei ausgezeichneter Küche und machen gleichzeitig einen Erfahrungsaustausch über unsere erste Etappe. Stärkung für den Nachmittag. Ja, wir sind bereit. Seid ihr für den Nachmittag oder für die Stärkung? Für beides. Für beides. Andi, wie ist denn dir ergangen? Gut soweit. Ich habe ja einen blauen BMW vor mir. Und das, für die Sabrina haben wir ganz viel Lob von überall, dass du das sehr gut organisiert hast. Ach, danke schön, das freut mich. Es ist mir auch eine Herzensangelegenheit, euch so glücklich zu machen. Ja. Freut mich. Und das ist tatsächlich so. Ja, ich meine, also das Größte, muss ich ja sagen, das Komplizierteste war gestern, die Pfütze anzulegen. Aber es ist mir gelungen und ich habe gehört, ihr hattet allen halt einen Spaß. Wie viel Kasten? Und heute haben wir einfach nur blaues Wasser, blauen Himmel, ist doch schön. Wie viel Kasten Bier kostet sowas für die Feuerwehr, dass sie die Pfütze anlegen? Das machen wir hier schon in Bayern. Wie geht es Ihnen mit Ihrem Fahrer? Ja, wie geht's Ihnen? Gestärkt, Rotbuch aufgeschlagen, auf geht's zur zweiten Etappe. So, an der Kreuzung biegst du bitte links ab. Das ist andere rechts, links. Ja. Wir genießen die absolute Traumgegend und fahren nach dem Roadbook zurück in Richtung Bayerischer Wald. Stopp! Zurück. Du hast gesagt, geradeaus. Habe ich auch gedacht, aber ich habe das Roadbook falsch gelesen. Schön, wenn wir wieder ein bisschen auf Strecke sind. Ja. Mal die Menge an Spaß gesehen, die zwei da haben. Das ist ja Wahnsinn. Das ist Wahnsinn. Da fahren wir auch mit. Oh, Stempel. Aber Neustift ist verdeckt. Ja! Da sind wir wieder. Hallo. Posthaus. Altbayerische Schnitzel mit Bratkartoffeln. Gefährliche Ausfahrt. Ich steige aus, ich halte das nicht aus. Diese Anspannung. Ja. Wir fahren mit Abstand die meisten Kilometer von allen Teams. Das ist sicher. Gut festhalten, alles allein. Ich kenne sie gar nicht, unterlassen Sie das. Während unsere Kamerafahrer im roten MG noch irgendwo unterwegs sind und offensichtlich verzweifelt Strecke und Punkte suchen, treffen die ersten Teams bereits am Zielpunkt ein. So oft wie wir uns heute verfahren haben, ist ein ganz toller Straßenentdecker. Na, du bist doch gefahren. Ja. Das schneiden wir auch raus. Nein, das schneiden wir nicht raus. Sehr geehrte Damen und Herren, das ist die Expertenrunde. Ja. Das ist Nachbesprechung.
Insgesamt haben sich die Teams sehr gut geschlagen und fleißig Punkte gesammelt, wie Sabrina dazwischen durchklingen lässt. Übrigens, wir haben immer noch keinen Buchstaben gefunden. Das Wichtigste ist aber der unendliche Spaß. Wenn du keinen Spaß hast, bleibst du das nächste Mal zu Hause, ganz ehrlich. Ja. Nehmen wir einen anderen mit. Und bei den Lord George Rallies ist es eben die Kombination aus Miet-Oldtimern, Rallyfahren in Traumlandschaften und das Ganze gepaart mit einem riesigen Spaßfaktor. Alle Teams sind mittlerweile eingetroffen und wir warten geduldig auf unsere Nachzügler Christian und Thorsten. Mit 45 Minuten Verspätung trafen sie tatsächlich noch ein und sie haben das Unglaubliche geschafft, nämlich einen einzigen Punkt erzielt. Aber die Fragen haben wir beantwortet. Habt ihr zwischendurch einen Saunagang gemacht oder was? Nein, wir waren in so einem Saunaclub. Waren wir oben ohne Bar, aber als wir drin waren, da waren nur Männer drin. Wir haben Land und Leute kennengelernt. War sehr schön. Ich muss sagen, der Wagen war noch nie so eingefahren wie jetzt. Ja, und das war ein Querschnitt bei einer Lord George Oldtimer Rallye. Herzlichen Dank an Fahrer und Beifahrer, dass wir euch begleiten durften. Wer Lust bekommen hat, meldet sich einfach bei Sabrina Treuber von Lord George Oldtimer Rallies. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal.